Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Erfolgsguide hier auf meinem Kanal. Es handelt sich wieder um den dritten Teil der Secrets of the Obscure Narius Erweiterung, der Mitternachtskönig, denn es gibt hier den guten Küchenexperten Fackelmark von der Astralwache. Ihr bekommt nämlich eine Freischaltung eines Erfolgs, nämlich das ist der folgende, der Turm des Zaubers, hier ist es, und Tyrianische Probeverkostung. So, da reden wir mal mit ihr. Wegfinder, helft mir doch bitte. Ausgerechnet, ich soll diesen Diplomaten aus Narius was zu essen machen. Normalerweise wärme ich einfach ein paar Militärrationen auf. Was mache ich denn bloß mit diesen Leuten? Wie kann ich helfen? Achso, übrigens, wir kriegen damit ein Relikt und insgesamt 10 Erfolgspunkte. Sie wollen das Essen ihrer Träume, und zwar buchstäblich. Ich brauche Hilfe beim Heranschaffen der Zutaten. Das Kochen allein nimmt schon so viel Zeit in Anspruch. Dann fragen wir doch mal, was Sie sich wünschen. Wir sind Abgesandte aus Narius, wie man sieht. Und wir wollen hier das leckere Essen von Tyria probieren. Nudeln! Nudeln! Heiße, heiße Nudeln! Was ist denn eine Nudel? Es ist kein Fleisch, also zählt es nicht für mich. Die versenkten Innereien von Krebstieren, das soll ja wirklich köstlich schmecken. Ah, aber die tyrianische Pflanzenwelt klingt doch total interessant. Diese unglaubliche Vielfalt von Farben und Strukturen. Das hört sich ja widerwärtig an. Hühnchen, Ente, Greif! Ich esse so ziemlich alles. Naja, bis auf andere Kryptis natürlich. Manchmal schon. Ihr müsst schon entschuldigen. Wie ihr merkt, sind wir alle sehr gespannt auf diesen kulturellen Austausch. Könnt ihr uns diese Delikatessen besorgen? Euer Nahrungszubereitungsexperte wird sie dann präparieren, wenn ihr sie geliefert habt. Wir versuchen, euch etwas aufzuheben. Oder wollt ihr lieber Narius besuchen und euch an den essenzmarinierten Borstenfrüchten laben? Mariniert in Blut? Nun, damit haben wir den ersten Teil abgeschlossen. Wir haben mit der Delegation gesprochen und können jetzt diese ganzen Punkte abarbeiten. Wie immer, ich werde sie hier in dem Erfolgsguide-Video in der Reihenfolge machen. Kann aber durchaus sein, dass ich irgendwas überspringen muss, falls es doch ein Event beinhaltet. Und ja, nicht wundern, wenn zwischendurch der Erfolg schon aufploppt, ich mach's trotzdem in der richtigen Reihenfolge. Als erstes sollt ihr auf eurer Himmelsschippe durch 5 Apfelbäume im Königintal brechen. Ich habe fälschlicherweise erst die Apfelbäume hier genommen, weil es sind auch einige, aber in Königintal, südlich von Götterfels, gibt es hier oben Edas Obstgarten. So, jetzt schaut mal nach, da sehen wir die Erfolgssymbole drüber. Das heißt, wir können das nehmen. Einmal durch, zweimal durch. So. Dreimal. Hier. Und noch einmal, dann müsste man alles haben, aber ich habe mich verzählt und bin vorbeigeflogen. Das wäre hier also noch. Hat doch verzählt. Machen wir das. Sucht nach Löchern. Spinnen legen ihre Eier gern in die Kerne. Ja, davon möchte ich lieber nicht wissen. So. Okay, also ihr müsst relativ gut treffen. Ihr könnt nicht nur blindlings durchgehen. Aber damit habt ihr schnell diese Apfelbäume erledigt. 5 Stück. Ihr seht auch, wie die. Als nächsten Punkt müsst ihr hier bei drittens Yatemek 7203 nach Rahmnudeln durchforsten. Das ist ganz interessant, denn sie wollen nicht, dass wir extra nach Elona gehen, sondern wir nehmen hier Himmelswacht-Archipel, nutzt die Wegmarke Feigenschwur. Und hier im Westen ist ja diese Yatemek 7203. Wenn ihr reingeht, seht ihr gleich im Süden dieses Sammlungssymbol. Und hier, wo die Reisepapiere sind, ist ein verlassener Rahmenwagen. Wir agieren damit und sehen, ups, müssen so ein
kleines Rätsel lösen. Rätsel ist gut, wir müssen einfach draufklicken und haben damit hier schon diesen Punkt auch abgeschlossen. So, für den nächsten Punkt sollen wir viertens überrede Zuschef Seimer Ochsenknochen, euch etwas Glücksteinwürze zu überlassen. Sprecht im Turm des Zauberers mit der Küchenexpertin Fackelmark von der Astralwache, die euch täglich sagen kann, wo sich der Zuschef gerade aufhält. Das heißt also wieder Turm des Zauberers, neben dem Wegpunkt nach oben fliegen. Hier im Westen also, wir reden mit ihr und da gibt es hier, wo genau finde ich den Zuschef Ochsenknecht? Ihr findet ihn auf der Stadtpromenade in Götterfels. Alles klar, also hier müsst ihr hingehen, es wechselt immer, also wir müssen jetzt gerade eben mal nach Götterfels. So, ich bin jetzt in Götterfels eben angekommen, weil dort gerade eben der Suchchef ist. Ihr müsst sonst gucken, wo ist er gerade und portet euch dann in die Nähe, wo es sein kann. Ihr findet bestimmt auch Guild Wars 2 Wiki da eine gute Hilfe zu. Und hier, ich spreche mit ihm. Habt ihr noch ein paar Töpfe von eurem besten mit Blutstein infundierten Würzmittel übrig? Ich teile sehr gern mit jemandem, der an meine Mission glaubt, aber teilen ist nicht unbedingt dasselbe wie verschenken. Ich bin bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen. Und siehe da, wir brauchen also 4 Gold und 52 Blutsteinschaub. Na gut, das müssen wir es halt nehmen. Und damit haben wir die dritte Zutat. So, als nächstes gibt es hier fünftens. Holt euch ein bisschen gesundes und essbares Grünzeug von Narziss im Botanischen Himmelsgarten in Amnitas. Okay, also Amnitas, da im Süden gibt es Bastion des Natürlichen und dort ganz im Osten gibt es diesen Himmelsgarten. Da sehen wir schon bei Narziss. Hier das Erfolgssymbol. Wegfinder, sind sie nicht wunderschön? Sehr schön. Kann man irgendwas davon essen? Könnte ich mir vielleicht was davon mitnehmen? Wenn ihr etwas aus dem Garten mitnehmen möchtet, müsst ihr erst helfen, ihn zu verbessern. Sicher habt ihr dazu bald Gelegenheit. Ich kann schon für mich riechen, wie Verderbnis immer näher rückt. Und daran seht ihr schon, wir müssen erst hier ein Event abschließen, auf das wir jetzt kurz mal einen Moment warten müssen. Werdet sie überwältigen müssen. So, das hat jetzt begonnen. Wir müssen jetzt also die Tier schon beruhigen. Dazu muss man die ein bisschen angreifen und dann die Verderbnis treiben. Sobald ihr sie besänftigt habt, benutzt das Herz der Obskuren. Das sollte die Besessenheit durch die Kryptis heilen. Genau, so. Wir helfen zum Glück gerade viele mit, weil viele gerade versuchen, diese Achievement zu machen. Ich melde mich mal, wenn wir durch sind. So, gleich müssten wir fertig sein. Nein! Sieh doch noch Latias! Von all meinen Kinderchen! Er ist der besondere. Genau. Nachdem die Kleinen erledigt sind, müssen wir nochmal das Ganze eben etwas größer machen. Latias. So, den geben wir nochmal schnell. Und den werden erst auf die Kugel. Dann beruhigen, so wird die Zeit besser. Seht schon, ihr müsst also hier Hotreis drüber bringen. Achso, dann den Außenherzen. Und siehe da, wenn wir das Event fertig haben, kriegen wir automatisch die Zutat. Ich rede nochmal mit ihr, ob sie etwas Neues zu sagen hat. Im Übrigen. Ich bin sehr dankbar für eure Unterstützung. Das sind wir gut. Alle. Damit haben wir also auch den Punkt hier. Fünftens, holt euch ein bisschen und so weiter. Abgeschlossen. Für den nächsten Punkt sollt ihr hier, besorgt euch ein Fass Nurnbier von Hefachs Gehöft am Wandererhügel. Also, Wandererhügel, hier zu der Gipfelpass. Dann relativ weit im Norden gibt es die Wegmarke Findwurmhöhle. Und da östlich davon ist dieses kleine. So. Hier haben wir den Käfach. Weidmannsheim. Und wenn ihr sein Herz abgeschlossen habt, dann gibt es hier den Punkt, ist es euch recht, wenn ich ein Fässchen Bier mitnehme? Ich habe nur Gutes davon gehört. Nach allem, was ihr für die Hütte getan habt, können wir bestimmt ein Fass für euch entbehren. Das ist nett von euch, danke. Und damit haben wir auch diesen Punkt abgeschlossen. So, für den nächsten Schritt müsst ihr... Siebtens, bittet Großarchivarin Vivienne im Gewölbe des Zauberers um eine Kiste mit uralten Eiern. Das heißt wieder Turm des Zauberers, dann geht ihr von der Wegmarke aus einfach so ein bisschen südöstlich, bis hier der Relikthändler ist, Archivar Ikor, und dann geht ihr hier unten einfach rein. So, die Archivarin ist hier hinten zu finden. Willkommen Gewölbe, Wegfinder. So, so.
Wir stellen also ein besonderes Essen für die Kryptis-Delegation aus Naias zusammen. Ich habe davon gehört, mir ist ein wenig unwohl dabei, aber wenn Iskaren nichts dagegen hat, ist es wohl in Ordnung. Wer weiß, vielleicht füllen auch ihre Waren später mal unser Gewölbe. Aber warum kommt ihr damit zu mir? Habt ihr Eier da? Was denn sagt ihr Eier? In der Tat, einer von ihnen isst gerne Eier. Je älter, desto besser. Was wir nicht alles tun für Diplomatie. Ja, ich habe eine Kiste mit uralten Eiern, die vor hunderten Jahren am Malstromgipfel unter der Asche gefunden wurden. Wir haben sie für eine besondere Gelegenheit aufgehoben. Gute Nachricht, diese besondere Gelegenheit ist jetzt gekommen. Ich habe gehört, dass sie richtig zubereitet zum Dahinschmelzen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen nämlich in heißem Magma gekocht werden. Deshalb machen wir es so. Ich schicke die Kiste los, hoch über den Kessel des Malstromgipfels. Aha. Ihr schießt dann die Kiste mit dem Feuerball eurer Himmelsschuppe ab, damit sie sich öffnet. Die Eier fallen unten ins Magma und ihr müsst sie nur noch einsammeln, bevor sie verkohlen. Wie ihr das anstellen sollt, kann ich euch aber nicht sagen. Dann will ich hier nicht länger rumeiern. Bin unterwegs zum Malstromgipfel. Viel Glück. Und damit haben wir den 7 Punkte abgeschlossen und müssen bei 8 zum Malstromgipfel. So, als nächsten Punkt sollen wir, nachdem wir die Eier geholt haben, bei 7, ist ja 8 freigeschaltet, schießt die Kiste mit uralten Eiern, die über dem Malstromkern am Malstromgipfel herumfliegt, mit der Feuerballfertigkeit eurer Himmelsschuppe ab. Holt dann die Eier unten aus der Magma, bevor sie verkohlen. Dazu müsst ihr Malstromgipfel, diese Karte, könnt ihr beispielsweise nur eine Möglichkeit hier unten Gehwegmarke Malstrom gehen. Das Problem ist nur, die Wegmarke ist ganz unten und die Eier fliegen hier ganz oben. Also am besten, ihr versucht hier zu diesem Panorama zu kommen, zum Beispiel von irgendeinem Wegpunkt wie hier und geht dann halt nach Südosten hoch. Okay, probieren wir es mal, ob es beim ersten Versuch klappt. Hier sind die Eier. Ich schieß mal an. So. Die Eier sind runtergefallen. Ich sehe sie dort unten. Wir haben einen Timer. Taucht hinab in den Kessel des Malstromgipfels und sammelt die uralten Eier ein, die hineingefallen sind. Okay. Das Ding ist, ich muss nicht speziell eine Zeit abwarten, sondern ich kann sie jetzt einfach holen. Oder sammeln wir sie. Wir können knapp davor halten. Okay, ich habe jetzt gedacht, dass wir irgendwie noch eine gewisse Zeit warten müssen. Gut. Dann haben wir einfach Eier geholt. Und die sind jetzt schön. Habe ich ein Item dafür gekriegt? Nein. Diesen schönen durch. Das wäre es gewesen. Diesen Punkt haben wir auch abgeschlossen. So, als nächstes. Sonder 9. besiegt an der Blutstromküste 5 Krebse mit der Feuerballfertigkeit eurer Himmelsschuppe, um ihr Fleisch scharf anzubraten. Gut, Blutstromküste ist hier. Ich habe zum Beispiel die Wegmarke Yelaku genommen. Da sind nämlich etwas nordöstlich einige Krebse zu finden. Wir probieren es jetzt gleich mal ein bisschen aus. Wir testen mal, ob das mit den kleinen Krebsen auch geht. Wir nehmen einfach mal ein paar von denen. Mal. Aber auch. 3. 4. Nehmen wir einfach die weißen, das geht schneller. Okay, seht ihr? Einfach 5 weiße Krebse abschießen und schon haben wir den 9. Punkt auch abgeschlossen. So, für den nächsten Schritt sollt ihr bei 10. besucht euch ein großes Stück Karka-Rückenpanzer aus der Backsteinhöhle in der Südlichbucht. Alles klar, also Südlichbucht, dort nehmt ihr eine Wegmarke hier unten, Oweins Zuflucht oder Karka-Lager. Dann bewegt ihr euch hoch hier in diese Backsteinhöhle, müsst diese Spiraltreppe hochgehen. Oben ist meist ein Champion, also er liegt dann alleine oder zu zweit. Und dann ist hier oben poliertes Karka-Rückenpanzerstück. Der polierte Rückenpanzer steckt fest im größeren Stück des Nests. Wenn ihr richtig daran zieht, lässt er sich vielleicht davon lösen. Dann wollen wir mal... Oh, ich habe es nicht auf... Ach so, das ist ein Wiederholungssache. Schade. Nochmal. Wollen wir mal... Ich habe nichts gesehen. Okay, ich bin der schlechteste Spieler. Nochmal. Ach, genau über uns, okay. Rot, gelb, rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau, rot. Rot, gelb, blau, rot.
Okay, sorry. Manchmal ist es ja auch komplett Neues, aber es ist ja immer das Gleiche, nur erweitert. Damit haben wir auch hier den Punkt 10 davon abgeschlossen. So, und schlussendlich, wenn wir jetzt alle Punkte abgeschlossen haben, sollen wir zurückkehren. Also, wir reden mit... Was ist das für ein glibberiger Aufstrich? Schaut an, was alles in Umstich. Ja, mein Inneres steht in Flammen. Ich brauche mehr Bier und noch mehr von diesen sandigen Krabbeldingern. Nun, schön vermischen. Nudeln und Krebse. Dann mit Bier aufgießen. Lecker, so gut. Danke. Und wir danken euch allen. Und dies ist der schönste Augenblick, den ich in den letzten 200.000 Tagen erlebt habe. Kann ich von jetzt an bitte in Tyria wohnen? Nochmals, ihr müsst schon entschuldigen. Wir hatten nicht genug Willenskraft, um zu warten. Aber wir sind zutiefst dankbar für diesen Akt der Diplomatie, Wegfinder. Und siehe da, damit haben wir den Erfolg abgeschlossen. Haben 10 Erfolgspunkte gekriegt und noch ein Relikt der Zwillingsgenerale. So, damit wären wir durch. Und ich hoffe, ihr könnt diese Punkte genauso abarbeiten. Ihr habt gesehen, einmal braucht man Gold, einmal braucht man ein Event. Der Rest ist eigentlich ganz gut zu schaffen. Macht das einfach nach, ihr kriegt 10 Erfolgspunkte. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Landtor. Tschüss.